Oh, hey, was geht ab, Leute? Moment, ich mach mal Licht an. So, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Endlich mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt beim letzten Mal. Beziehungsweise, es ist eh immer dieselbe Frage. Und zwar, sind das gute Pokémon für mein Level? Obwohl ich eigentlich extra erwähnt hatte, dass mir das eigentlich nicht so taugt, kamen so ein paar hundert Nachrichten darüber. Das war echt krank letztes Mal. Ich hatte echt Angst davor, das jetzt zu machen, weil das so viel geworden ist. Ich glaube, ich brauche echt so drei, vier, wenn nicht sogar fünf Teile, weil im letzten Video gab es ja auch noch normale Fragen. Mal schauen. Also jetzt erstmal diese, ist das gut für mein Level Fragen. Da kam echt eine Menge rein. Achso ja, bevor wir anfangen, paar Regeln gibt's. Also es kam so viel rein, ich habe nicht mal alle genommen, weil wenn ihr mir was zum Beispiel über Instagram schickt, dann gibt es zwei Optionen, wie man ein Bild schicken kann. Eins ist ganz normal, das kann ich verwenden. Das zweite ist, wo ich extra draufklicken muss. Auf Englisch steht dann da View Foto. Und die kann ich dann nicht verwenden, weil von denen kann ich keinen Screenshot machen. Das heißt, jeder, der es mir so geschickt hat, der ist automatisch disqualifiziert. Falls ihr trotzdem noch dran kommen wollt, müsst ihr mir das nochmal schicken. Und am besten ist es halt, wenn man echt nur eine kurze Frage mit dem Level und dann die Pokémon, die ersten neun zeigt. Moment, ich blende mal hier ein Top-Beispiel ein, wie man das am besten macht, weil manche schicken mir so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fotos, was weiß ich, und schreiben auch noch Briefe lang. Und was ich unbedingt brauche, ist halt, dass das Level, wo ihr schreibt, welches Level ihr seid, und die Top 9 Pokémon direkt nebeneinander sind, weil ich mache davon einen Screenshot. Und wenn ihr irgendwas schreibt, ihr schreibt euer Level und dann schreibt ihr mir einen schönen Text. Danke dafür, aber dann schreibt ihr mir einen Text und dann schickt ihr mir ein Foto. Dann sind die auseinander und ich kann halt keinen Screenshot davon machen. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel das Video mache und die Fragen beantworte, dann weiß ich nicht mehr, welches Level ihr habt, weil das auseinander ist. Dementsprechend, das ist dann eine Bitte. Also für das nächste Mal, wobei ich hoffe, dass dann demnächst das nicht mehr kommt. Weil ihr habt immer so komische Trends, wo dann echt nur das gefragt wird, zum Beispiel nur, was soll ich pushen, nur, was soll ich entwickeln. Und jetzt irgendwie nur, ist das gut für mein Level. Was mir noch eingefallen ist, wieso ich die halt gar nicht so mag, die Art von Videos, die Frage, ist, weil ihr schickt mir die Top-WP-Pokémon. Und so wie es gerade läuft mit dem neuen Arena-System, sind WPs nicht mehr wichtig, sondern was für Typen von Pokémon ihr habt. Also habt ihr genug Geowatts, habt ihr genug Machomais, habt ihr Despotas, habt ihr Dragonairs, habt ihr Donnerangreifer, Feuerangreifer. Das ist das, was momentan zählt. Deswegen mag ich das auch nicht so, aber Video kam gut an, die Frage kam gut an, also machen wir das schnell für euch alle. Von Official Mr. Mister, Level 31, ist das gut? Despota 98, achso ja, das ist auch nicht schlecht. Falls ihr das bewertet, also falls ihr das markiert, dann ist das auch top, weil es geht natürlich auch um die IVs. Also wenn ihr da einfach nur ein Despota habt, dann und das viel WP hat, kann man nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Aber der Kollege hier hat 98% Despota, top. 90% Dragoran, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, er meint 89 wenn dann. Oder 91. 98% Lizoros. Ist auch gut. Dann kommt ein paar Gyarados. Zapdos. Ist auf jeden Fall solide für sein Level. Und 98% Despotar und 98% Lizoros sind auf jeden Fall top. Dann haben wir hier von. Achso, ja, das ist auch noch eine Sache. Das ist halt von Facebook. Und da sieht man halt den kompletten Namen. Und beim nächsten Mal müsst ihr mir halt, falls ihr über Facebook mich anschreibt, Bescheid geben, ob man euren Namen sehen soll oder nicht. Auf jeden Fall das von Alex, Level 34. Dragoran 100, glaube ich, ist es. Gyarados, Lizoros, Gyarados, Aquana, Aquana. Ich muss sagen, für 34 ist es doch ein bisschen schwach. Dann von Cheyenne. Oder Cheyenne. 100% Despotar Max. 100% Dragoran Max, 100% Dragoran Max, 96% Dragoran Max, 89% Dragoran Max, Galaxo, 82 Max, noch ein Galaxo, noch ein Dragoran, Gyarados, Gyarados, 93. Erste Reihe auf jeden Fall top. Dann hier von Sebi, Level 27. Wie gesagt, unter Level 30 ist echt schwer zu sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was für Pokémon ich damals hatte. Aber gehen wir mal von den IVs aus her. 84. Nicht wirklich top. 93 ist okay. 80 nee. 78 nee. 84 nee. 87 nee. Also 93 Zapdos ist okay. Ich habe auch kein besseres. Von den IVs her sind das nicht so wirklich die besten. Dann von Jonas. Level 33.
Noch nicht genug Bonbons für das Despotar, um zu pushen. Despotar 100, sehr saftig. Galados 100, solide. Dragon 93, sehr solide. 2 über 3000. 2 Despotar 58, schwach. Ein bisschen schwach für 33, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr schwach für 33 sogar. Abgesehen vom 100er Despotar und 100er Garados. Ja, abgesehen von den Top 3 ist das echt eigentlich ziemlich schwach. Dann von Jojo. Level 31, Top Pokémon Dorfspieler. Das schreiben auch einige dazu, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. 96 Despotar, Dragoran, Garados, Zapdos, Aquana, Psyana, Lizaros, Aquana. Top 3, Top 4 sind top. 31, denke mal, ist das okay für 31. Dann von Levi, Level 34 und halb, was keine Rolle spielt, Dorfspieler. Dorfspieler auf jeden Fall, nicht schlecht. 3 Despotar, 4 Despotar, Lizaros, 6, 7, 8 über 3000 für 34. Ah, 34. Ich hatte gerade 31 im Kopf, aber 34 auch nicht schlecht. 100% Teil, Dragoran, 96% Despotar. Mehr Despotar als ich sogar, ein mehr, also auf jeden Fall nicht schlecht. Dann von Team Wailer, Level 39. Wieso soll ich irgendwas von einem Level 39er bewerten? Also, der hat wahrscheinlich sicher krasse Pokémon. Hier seht ihr es, 98 Despotar, 98 Dragoran, 93 Dragoran, 93 Lugia. Und dann 87 Tal. Okay, das ist echt komisch. Der Sturz von Tal. Der, wie nennt man das? Der Übergang zwischen 3,5 zu 3,2 ist ziemlich groß. Also ich muss doch sagen, für 39, vielleicht war er auch sehr, sehr sparsam, aber für 39 hat man eigentlich mehr Pokémon, also mehr Dragon zum Beispiel und mehr Despotar. Aber der Rest ist auf jeden Fall top. Und Tatsache, dass er eigentlich gar nicht so viele hohe WP-Pokémon hat, ist eigentlich gut. Weil dann hat er mehr Staub und so gespart. Dann von ich sag mal Edis wahrscheinlich. 33, 96 Despotar top, Dragon ist okay. 100 Garados top. 33. Ihr habt immer so einen krassen Fall. Also, die meisten haben so 3, 4 richtig top Pokémon. Und dann auf einmal kommt so ein richtig krasser Sturz nach unten. Also, die ersten 6, die ersten 5 sind top. Und dann kommt so ein richtig großer Sturz nach unten. Von so 2, 9. Das Aquana in der Mitte zähle ich mal nicht. Von 2, 9 und dann so runter auf 2, 6. Was mit 2, 8, 2, 7? Aber. Ja, ist okay für 33. Dann von Lit Pixel 34, Kleinstadtspieler. Dragoran, Zapdos 98, nicht schlecht. Rizagos, Garados, Aquana, Galaxo, Garados. Ah, für 34 ist es doch. Wir hatten gerade eben anderen 34er. Der hatte zum Beispiel 5, 6, 8 über 3000. Davon 4 Despotar, also der hatte krasse Pokémon. Und der hier ist jetzt auch 34 und hat gerade mal 4 über 3000 und ganz wenige über 3,1. Nur ein über 3,1 sozusagen nur. Also eigentlich ist das nicht schlecht, aber im Vergleich zu dem anderen 34er ist das schlecht der. Dann von Crazy Catch. Level 37. 3,5 Despotar. Dragoran. 100er Garados. Gutes Galaxo. Also relativ 83. 100er Zapdos, saftig. Garados. 98er Hytera. Top. Und Angizagos, das Dimis Vater heißt, auch top. Auf jeden Fall top Pokémon, 37. Ein Level noch, dann kannst du alle auf Max pushen. Auch wenn du es nicht unbedingt musstest. Dann von Watt 1, Level 35. 100er Despotar, saftig. Wie viele 100er Despotar haben? Ich beneide euch. Dragoran, Lugia, 96, auch nicht schlecht. 91 Galaxo, top. Top. Der zum Beispiel hat auch, ist 35 und hat schwächere Pokémon als dieser eine 34er, den wir uns als erstes angeschaut haben. Also, ich würde sagen, die sind okay, aber da geht auf jeden Fall einiges noch. Man sieht es an dem 34er. Dann von Paul. Ist das gut für mein Level? 27, schwierig zu sagen. Weil da, 27, da kann man noch so viel machen. Wie ihr sehen könnt, er hat eigentlich nur Aquanas und ein paar Galaxos. Noch kein Dragoran, noch kein Despotar und sowas, also lasst euch Zeit, macht euch keine Gedanken, wenn ihr 27 seid. Von Jakob. Super saftig, Level 33. Und?
Könntest du vielleicht sagen, was sich noch lohnt zu pushen von den Sachen? Na klar, das kann ich auch sagen. Gerne. Geowatts 100, nehme ich mal an, wenn da 10 steht. Auf jeden Fall den. Garados 100, momentan nicht. Despotar 93 kannst du auf Max pushen, das reicht. 93 ist top. 91 Dragon muss nicht sein. Aquana, 91, würde ich nicht unbedingt pushen. 33 und diese Pokémon. Ist ein bisschen schwach, muss ich sagen, auf jeden Fall. Sehr wenige über 3000. Und der ist halt nur ein Level unter dem... Ich nehme diesen 34er jetzt als Extrembeispiel, weil der hat echt gute Pokémon gehabt, echt krass. Dann von keinem Spam-Verdacht. Und der hat zum Beispiel den Fehler gemacht und sein Level war irgendwo weiter oben oder unten geschickt, sodass ich keine Ahnung habe, welches Level er ist. Aber schauen wir uns mal seinen Pokémon an. 86 Despotar, 84 Despotar, 84 Dragoran. Also die Top 3 sind nicht so wirklich top. Noch ein Dragoran, ein paar Garados. Ein Ding. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welches Level er ist. Dementsprechend klickt er mal ein. Naja, von mir. Shatter 98, Level 33. 91 Despotar, 91 Dragoran, 98 Despotar, 96 Lugia. 98 Donphan, 93 Palterra. Sieht ganz okay aus. Auch hier wieder dieser Abstieg von 2,9 Lizaros. Und dann auf einmal kommt so 2,6. Wenn man das Donphan nicht mit einbezieht, kommt auf einmal so 2,6 und dann 2,4. Sein neuntstärkstes Pokémon ist nur 2,4. Das ist halt echt sehr, sehr schwach. Aber die Top 3 sind auf jeden Fall top. Top 4 sogar. Aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Dann von Shatter 94. Ach, das ist derselbe, oder? Shatter 98. Nee, das ist irgendein anderer. Shatter 94. Auch der, keine Ahnung, welches Level er ist. 91 Despotar. Die 600, haben die dieselben Pokémon? Nicht ganz. 96 Dragoran. 91 Dragoran. Alle drei Top kannst du Max pushen. 96 Lizaros. Schau, der zum Beispiel mehr. Oder? Ja, auf jeden Fall. Der hat zum Beispiel mehr. Über 3000. Und ist... Achso, ich kenne das Level gar nicht. Ich bin gerade von Ding ausgegangen. Von diesem 98 und 94. Sorry. Also keine Ahnung, welches Level der hat. 100 Hyterga, nicht schlecht. Sehr solide Pokémon. Auf jeden Fall sehr solide. Dann kommen wir zum letzten für heute. Für dieses Video. Von Yannick. 88 Despotar, 91 Lugia, 86, auch der Level, keine Ahnung, hat er zu früh, zu spät angegeben, aber auf jeden Fall ausbaufähig, da kann man noch einiges pushen. Problem ist, die haben 88, also Despotar 88, Dragoran 88, seine möglichen Push-Kandidaten, die würde ich nicht unbedingt pushen, die hätte ich eigentlich gar nicht mal entwickelt, aber wenn du es schon gemacht hast, also ich übertreibe ein bisschen bei 98, nicht 98. 88 ist auch jetzt nicht so schlecht gegenüber 91 oder 93. Also, wenn du die drei noch pusht, ist es schon okay. Lizaros 100 kannst du auch noch Max pushen, wieso nicht? Also, die 6 sind okay und dann wieder dieser krasse Abstieg, wo dann die echt schwach werden. Von 2,7 geht es runter auf 2,4 und dazwischen ist halt nichts. Also, da brauchst du noch ein paar mehr Top-Pokémon. Das gilt für alle, wo der Abstieg auf einmal so groß ist. Aber das war's. Danke für alle, die mir was geschickt haben. War echt eine Menge. Jeder, der noch nicht dran gekommen ist, habt's Geduld. Die nächsten paar Tage werden da noch ein paar Videos kommen. Da versuche ich alles rauszuhauen. Und wer danach immer noch nicht dran gekommen ist, den habe ich eiskalt vergessen. Dann könnt ihr euch nochmal melden. Oder die, die irgendwas falsch gemacht haben, einfach nochmal melden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch normale Fragen stellen. Unten in die Kommentare irgendwas, was euch einfällt. Das werde ich dann demnächst beantworten. Oder wie immer per PN an Instagram, Facebook oder Twitter. Auch wenn ich Twitter noch gar nicht so abchecke. Ansonsten natürlich dort überall folgen. Und wir mal liken, subscriben, kommentieren. Die anderen Videos abchecken. Und nicht vergessen, Pokémon ist serious business.